Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dorf. Ihr seht im Hintergrund, dass es ein bisschen schneller abläuft mit Minecraft. Ihr seht schon, dass wir sehr, sehr schnell unterwegs sind und so weiter. Ihr merkt es vielleicht, diese Folge ist nachkommentiert. Und zwar habe ich in der letzten Folge angekündigt, dass wir so machen, dass ich, ich wollte ja Steine farmen gehen, damit ich halt ein bisschen am Nether arbeiten kann. Und auch, wie ist es auch für den Turm und so weiter, dass ich ein bisschen Stein farmen gehe. Und ich dachte mir so, dann spiele ich eine halbe Stunde so. Farm Stein ab und so weiter. Ich habe daneben mal Musik gehört und so weiter. Das war jetzt nicht so ganz langweilig für mich. Weil, wenn ich ein bisschen rede, dann habe ich so die Aufregung. Aber wenn man nur so spielt und dann so nur abbaut, das ist ja auch nicht so geil. Deswegen habe ich es nachkommentiert. Also, wenn ich nachkommentiere, ist es auf doppelte Geschwindigkeit. Manchen Stellen sogar vierfache. Das heißt nur, wenn also am Anfang der Folge, wo wir hingelaufen sind und der Rückweg halt da, wird es auf jeden Fall doppelte vierfache Geschwindigkeit. Ansonsten bleibt es die ganze Zeit doppelte Geschwindigkeit. Das heißt, die Folge wird nur so 15 Minuten gehen. Ich glaube 15 Minuten und 7, 8, 9, keine Ahnung, so um die Dreh. Ja, ich würde ein bisschen was besprechen. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise ein paar Sachen zu sagen. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr zuhört. Erstmal hier einen Bogenshot, um ihn schön töten. Ja, die erste Sache ist das Wetter. Aktuell ist das Wetter ja so warm. Ich würde nie sagen, ist es meiner Meinung nach, und eine Meinung kann man ja nicht zerreden. Meiner Meinung nach ist es nicht heiß, nicht sehr heiß, es ist warm für mich. Es ist einfach geil, das Wetter finde ich geil, wer mich länger kennt, weiß meine Meinung schon. Aber nur für die neuen Zuschauer, die in letzter Zeit dazugekommen sind, würde ich mal sagen. Ich finde dieses Wetter hammergeil, 38 Grad ist, habe ich genossen, bei anderen Stellen war es 40 Grad. Und ich habe gesagt, warum ist das nicht bei uns so gewesen? Warum nicht bei uns? Ich habe mich so ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Aber 38 Grad ist okay. Habe ich genossen. Ich lag da teilweise stundenlang in der Sonne, habe mich entspannt, habe da auch was Sachen gemacht, habe ein bisschen Sport getrieben, mit Kumpels Fußball gespielt und so weiter. Die fanden das Wetter zwar ein bisschen ätzend, aber ich fand es geil. Ich habe es genossen. Ich fand es einfach hammer, hammer geil. Und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so, die nächsten 100 Jahre gefühlt, dass es so warm wird. Die einzigen, was mich stören bei diesem Wetter, sind die Bremsen. Die Bremsen, die stören mega, weil die richtig scheiße beißen, Mücken und so weiter. Das stört mich. Ansonsten stört mich nichts an diesem Wetter. Das Schwitzen stört mich überhaupt nicht, weil ich bin es daran gewöhnt. Deswegen stört mich dieses Schwitzen überhaupt nicht. Und Schwitzen ist normal, meiner Meinung nach. Deswegen, warum soll das so schlimm sein? Das Einzige, was halt an den Nachteil ist, dass die Bremsen halt sehr anfällig da drauf sind. Und das ist halt das Nachteil. Das Nachteil, der Nachteil. Und ja, das wollte ich nur sagen. Also das Wetter finde ich hammergeil. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, die meiste Meinung weiß ich schon, dass wir das halt da scheiße finden. Wieder Winter wünschen. Winter wünschen wir überhaupt nicht. Ich wünsche mir, dass es für immer so warm bleibt. Und ja, ich weiß ja nicht, wie die letzten Tage sind. Also bei uns ist es aktuell so 30 Grad. Das ist okay, aber wärmer natürlich. Das ist klar. Aber na gut. Könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das wäre so mein Punkt zum Wetter. Hammergeil. Und meinetwegen so weiter. Und ich bin einer der wenigen Deutschen, der sich beschwert. Aber es liegt auch daran, dass ich halt keinen Sonnenbrand kriege. Ich überlege mir, wenn die so viele Sonnenbrand kriegen. Ist schon krass, aber ich kriege ja keinen Sonnenbrand. Ich glaube teilweise manchmal 3, 4, 5, 6, 7 Stunden draußen. Habe ich in der Sonne einfach nur entspannt. Habe da ein bisschen Musik gehört, YouTube-Videos geschaut, weil bei mir bei mir in der Nähe halt der WLAN-Router war. Und dann in der Sonne ein bisschen Videos geguckt und so weiter. Das war perfekt, was ich dann statt am PC einfach draußen gemacht habe. War einfach geil. Und ich habe keinen Sonnenbrand. Liegt an meiner Hautfarbe natürlich, wenn man überlegt, dass meine Hautfarbe halt so ist, dass man nicht so krass Sonnenbrand kriegt. Aber für andere, zum Beispiel, sag mal, Beispiel ein Seamus, der ja eine sehr weiße Haut hat, der kriegt eher einen Sonnenbrand als ich. Und das liegt halt einfach nur an der Hautfarbe. Das ist so der Punkt. Und ich töte gerade einen Huhn mit einem Schneeball, was aber nicht ganz geklappt hat. Aber egal. So, das ist eigentlich zum Wetter. Dann kann ich noch was sagen. Und zwar, ihr merkt es vielleicht, dass ich ein bisschen leicht inaktiv werde, beziehungsweise ja, okay, krass, inaktiv bin ich ja nicht. Ich bringe ja schon Videos. Also es sind manchmal so Tage, wo ich mir mein Video gar nicht gebracht habe. Zum Beispiel am Montag. Also vor ein paar Tagen habe ich jetzt kein Video gebracht, weil ich habe mich einfach in der Sonne entspannt. Ich wollte auch, ich muss ein Video bringen. Und dann habe ich ja, genieße das Wetter. Bleib es ein bisschen liegen und so. Und ich dachte mir so, ja, es ist so der Sommer. Ich genieße den auch teilweise. Aber, und ja, da geht auch ein bisschen mein Privatleben auch ein bisschen vor. Ich natürlich versuche immer jeden Tag zu bringen. Ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich drei Videos gebracht habe, wo ich auch mal zwei Videos gebracht habe und so weiter. Ja, tut mir leid, Bro. Ja, wie ich den Creeper getötet habe, war schon ja, ein Bro, nein. Aber gut, ich wollte nur sagen, dass ich das Wetter momentan sehr genieße und ja, aber ich versuche weiterhin immer viele Videos, also immer mindestens ein Video pro Tag zu bringen. Ich wollte auch nur sagen, Minecraft Dorf und Exhibition sind natürlich meine zwei Hauptprojekte. Und ich will sagen, diese Projekte haben keinen
festen Termin. Also wir haben keinen festen Tag. So, das heißt jetzt nicht, dass sie alle 2 Tage kommen, dass sie jeden Tag kommen, dass sie alle 3 Tage. Es kann mal sein, dass eine Woche lang kein Exhibition kommen kann. Und das ist so, aber natürlich wird es nicht passieren. Das ist mir schon klar. Oh mei. Weil wir halt, ich bin ja halt relativ freigestellt und so weiter, wie oft ich Videos bringe und so weiter. Das wollte ich nur mal sagen. Also nicht, dass ihr wundert, warum kommt da nicht? Oder warum bringst du jetzt nur 3 Tage Exhibition, aber kein Minecraft drauf und so weiter. Das ist einfach so festgelegt. Manchmal kommen auch 2 Videos und so pro Tag. Ich will auch bald auch mit dem Projekt SmackDown vs. 2008 mal fertig werden. Also das Projekt mal beenden. Es ist ein Projekt, was ich schon sehr lange angefangen habe. Im Oktober habe ich schon angefangen, habe ich es pausiert. Dann habe ich wieder angefangen im Mai. Und ja, möchte langsam mal beenden, weil es läuft schon ziemlich lang und langsam müsste es mal beendet sein. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich die letzte WWE SmackDown vs. Raw Serie, die ich wahrscheinlich Let's Play. Es kann sein, dass ich eventuell PS2 spiele oder so auch mal Let's Play. Das ist eine Überlegung, weil ich momentan werde ich mal schauen, wie ich das mache und was es da so ist. Also gucken wir mal, was sich da so ergibt, ob ich das mache und so. Was sagst du dazu, Patrick? Ja, zu diesem Kill. Kannst du mal gerne in den Kommentar schreiben, wenn er es guckt. deswegen, ich wollte nur sagen, dass ich das Projekt auch bald beenden möchte. SmackDown vs. Raw 2008. Auch wenn ich sagen muss, das ist mein erstes. Deswegen ist es immer so ein schönes, es ist eigentlich ein schönes Projekt. Ich muss sagen, die SmackDown vs. Raw habe ich sehr genossen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu Let's Playen, weil die halt teilweise auch alte Erinnerungen geweckt haben. So Kindheitserinnerungen, als ich das mal gespielt habe und so. Und das war einfach sehr, sehr cool. Und das hat ja auch, ist ja bei euch auch ganz gut angekommen. Das fand ich auch sehr schön, hat mich auch gefreut. Und ja, mir ist schon bewusst, dass sehr viele bei mir auf meinem Kanal Wrestling gucken. Und ich habe auch überlegt, eventuell wieder ein Nintendo-Projekt zu bringen. Ich habe jetzt Mario Kart 8, das war jetzt nämlich mein letztes Nintendo-Projekt, aber davor war eine lange Zeit nichts. Und ich habe auch ziemlich wenig mit Nintendo gemacht. Es gibt schon einen Grund, warum ich das so gemacht habe. Einerseits stört mich diese Claimerei, die Nintendo dauernd macht. Also ich glaube, es sind wenige Nintendo-Spiele, die nicht bei mir geclaimed sind. Das stört mich einfach, weil ja, und natürlich mit dem Partnerprogramm, das ist natürlich auch ein Witz und so weiter, also diese Claimerei. Natürlich, klar, die Spiele sind ja von Nintendo, klar. Aber die Arbeit, die wir stecken halt in den Commentary, in die Bearbeitung, in den Aufnahmen und so weiter, auch Sachen, die wir auch investiert haben, zum Beispiel ich für meine Elgato 60 und so weiter. Also, das muss man schon berechtigen, dann alles zu claimen und damit auch Geld zu verdienen, wofür ich mir die Arbeit gemacht habe, ist schon, finde ich schon scheiße, weil die verdienen ja mit meinen Videos Geld. Muss man schon sagen. Also die verdienen zum Beispiel, ich glaube, Mario Kart, ich weiß nicht, was die so für Aufrufe haben. Das kann ich mal gerade ganz kurz nachgucken. Ganz schnell. Und zwar, ich guck mal ganz kurz nach, was man so erfolgreich das Nintendo Part ist. Kann ich mal so ganz kurz sagen. Das sind nicht so viele. Sehe ich hier gerade. Das ist eigentlich relativ mit FIFA und WWE bedeckt. Kann ich mal so viel sagen. Zum Beispiel Mario Kart Double Dash, das ist zum Beispiel ein Projekt, was 1676 Aufrufe hat und davon verdient Nintendo halt einiges. Ich weiß nicht wie viel, werde ich auch jetzt nicht sagen, wenn ich es wüsste, aber die verdienen davon was und das ist natürlich ein bisschen scheiße. Und das regt ja auch vielen YouTuber und deswegen werden auch weniger Nintendo-Projekte kommen. Ich überlege eventuell eins zu bringen, wenn ihr sagt, ja, bringen wir wieder. Ich habe überlegt mir wieder vielleicht Mario Kart 8 zu spielen oder vielleicht auch New Super Luigi U. Das Projekt habe ich mir auch eventuell überlegt, das auch zu Let's Playen. Das ist eine Überlegung, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, was ich auch überlegt habe, was auf jeden Fall dieses Jahr kommen wird, ist einmal FIFA 16 und WWE 2K16. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich WWE 2K16 spiele. Und die Antwort ist, ja, werde ich, natürlich. Mit Steve Austin im Cover, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich habe das Spiel ja auch schon vorbestellt, also das Spiel habe ich auf jeden Fall bald im Oktober. Und ja, FIFA 16 wird auch gespielt, weil FIFA habe ich immer gespielt. Ist auch, glaube ich, mein zweites Projekt oder mein erstes Projekt, glaube ich, was nicht von Nintendo stammt. Oder WWE 13. Ich glaube, eins von den beiden Projekten. Das sind so meine ersten Projekte gewesen. Wrestling, Fußball, Nintendo. Das waren ja so meine 3 größten Sachen. Und das bleibe ich auch nur dabei. Auch Minecraft ist da auch dazu gekommen. Und ja, deswegen. Ich wurde auch oft gefragt, wann die WWE News wieder kommen, weil die halt bei vielen gut ankamen und so weiter, auch gefallen haben. Ich bin aber überlegen. Also ich bin überlegen, ob ich es vielleicht einmal die Woche bringe oder zweimal die Woche oder gar nicht mehr. Ich bin überlegen. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Momentan, ich werde... Also schreibt mal rein. Wollt ihr es sehen? Wollt ihr es nicht sehen? Ich überlege es mal. Vielleicht haue ich mal wieder eine raus. Ich bin überlegen, weil
ist schon ein gewisser Aufwand, den habe ich ja kein Problem, aber ich will auch teilweise auch das Wetter genießen und so. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, und ich bin momentan, ob ich auch mit anderen Projekten ein bisschen zu tun, deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare dazu, wenn ihr wieder WWE News sehen wollt und so weiter, also schreibt es mal gerne rein. Ja, das sind so ziemlich meine Pläne für die nächsten Monate und so weiter. Minecraft Dorf wird weiterhin bestehen bleiben, das ist klar, also da habe ich auch schon wieder ein paar Ideen, was ich bringen könnte. Das werdet ihr natürlich in den nächsten Folgen und so weiter sehen oder in den nächsten anderen Sachen und so weiter. Ich freue mich auch irgendwann wieder bald mit Patrick oder Voltekind Together zu machen. Bei Patrick ist es eher wahrscheinlich dann Together als mit Voltekind. Voltekind hat ja momentan ein bisschen was zu tun und so weiter und ja, Schule und ja, und Schule geht ja immer vor. Das muss ich ehrlich sagen, also bei der Prüfung habe ich glaube ich so wenig Videos gebracht wie noch nie zu diesem Zeitpunkt natürlich. Weil ich mich einfach nur auf die Schule konzentriert habe und die Videos quasi mir ein bisschen egal waren. Weil es halt um meine Zukunft ging und so weiter. Und das war ja bestimmt bei ihm auch so der Fall. Er hat ja jetzt lange Zeit keine Videos gebracht. Ich denke mal, dass er mit privaten Gründen und so weiter. Und vielleicht kommt er irgendwann wieder Minecraft Dorf und dann kann er wieder mitspielen. Also er ist ja noch drin. Also er ist nicht. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen oder so. Das ist klar. Habe ich nicht gemacht. Natürlich nicht. Wir sind ja sehr gute Kumpels, deswegen. Gucken wir mal, Patrick wird ja auch irgendwann wieder am Start sein, gucken wir bald und ja, wird natürlich wieder lustig. Also mit mir und Patrick, das ist auch so eine super Chemie irgendwie, das passt irgendwie, wir passen gut zueinander. Das passt auch mit mir und Voltekan, das passt auch sehr schön, die Chemie. Also, das ist schon immer sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es macht immer sehr viel Spaß mit den beiden aufzunehmen. Und ja, natürlich macht es auch Bock alleine aufzunehmen, ist klar, aber am liebsten mache ich es immer, wenn ich Minecraft Dorf möglichst im Together aufnehme. Und ja, bald kommt doch auf meinem Kanal auch die 100. Folge von Exhibition. Da muss ich sagen, bedanke ich mich ehrlich gesagt bei euch, dass 100 Folgen Exhibition ist schon krass. Also, dass ich so weit geschafft habe, dass ich so viele Parts gebracht habe, das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Weil ich eigentlich geplant habe, so 50 Folgen oder so. Und dann beende ich das Projekt wieder, dann mache ich ein bisschen andere Sachen und so weiter. Aber das ist ja so lange geblieben, weil so viele Kommentare geschrieben haben, dass ich damit eigentlich nicht wirklich gerechnet habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe damit nicht gerechnet, so viele Leute Kommentare schreiben oder dass einige davon und so weiter. Das ist schon krass, muss ich sagen. Bedanke mich auf jeden Fall bei euch und ich mache es auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall bis Oktober und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht mache ich dann einen Monat Pause und dann geht es dann wieder ganz normal mit WW2K16 und so weiter. Das könnt ihr gerne in die Kommentare nochmal posten, was ihr davon haltet. Weil ich erst bei WW2K16 erstmal die ganzen Spielmodi durchspielen will. Und dann, ja, was der Blog da macht, verstehe ich auch nicht. Erstmal, dass ich ganz spielmodig durchspiele und dann kann man uns mit Exhibition ein bisschen konzentrieren und vorbereiten und so weiter. Das ist, glaube ich, deutlich angenehmer, wenn ich einfach direkt, 6 Projekte auf einmal mache. Das ist nicht so gut. Und dann würden manche Projekte untergehen und dann hat es ja auch so keinen Zweck, meiner Meinung nach. Deswegen, also, könnte ich so auf die nächsten Monate freuen und ich habe mega Bock. Also, YouTube macht sehr viel Spaß, muss ich sagen, also. Ich habe halt vor 2,5 Jahren angefangen und muss sagen, ich habe nie bereut, damit angefangen zu haben. Und ja, es macht sehr viel Bock. Und dass ich mit Minecraft Dorf angefangen habe, ist ein cooles Projekt, was gerade auch diese Sache, dass man halt jederzeit aufnehmen kann, dass wir halt ja quasi auch noch zu dritt sind, aktuell momentan zu zweit und variabel sind und so weiter, das macht sehr viel Bock. Und was wir auch momentan alles gebaut haben und was wir auch alles quasi auch erlebt haben in diesem Projekt, auch sehr, sehr cool. Ich überlege. Mein Sturz da, wo ich da aus dem Turm geflogen bin, fast gestorben bin und mit einem halben Herz überlebt habe. Ich weiß, ob das Shift drücken auch einen entscheidenden Punkt hatte, weil ich habe ja in dem Zeitpunkt noch Shift gedrückt. Und wenn ich nicht Shift gedrückt hätte, wäre ich dann gestorben oder nicht? Das wäre mich interessieren. Und es wäre ultra schade gewesen, wenn ich gestorben wäre, weil sonst hätte ich die Level 30 nicht. Also sonst wäre ich gestorben und hätte ich lange brauchen, bis ich Level 30 kriege. Okay, natürlich hätte ich kein Band, dann hätte ich kein Band 4 Schwert. Und so weiter, oder Finger an die Macht. Das ist, glaube ich, die lustigste Stelle des Projekts und so weiter. Also, es ist sehr cool. Ich habe auch noch eine Sache auch in Arbeit, was ich auch bald mal anfangen werde mit diesem Projekt. Also, eine Sache, die aber ein bisschen später kommt. Also, jetzt noch nicht, so aktuell. Nee, noch nicht. Also, bald. Keine Sorge. Ja, das sind so ziemlich die letzten Minuten des Videos. Und ich muss sagen, das Video geht 16 Minuten insgesamt. Also, doch nicht irgendwas mit 15, sondern irgendwas mit 16. Und so weiter. Das habe ich ein bisschen schneller. Ihr seht schon, wie schnell das ist. Aha, je. Und was ich da geschrieben habe, keine Ahnung. Kein Plan. Und dann passiert mir natürlich ein Missgeschick. Erster, zweiter.
Und ja, zwei Löcher habe ich gebraucht. Oder ich drei. Ich habe drei Creeper-Löcher gemacht. Ne? Ich habe noch versucht, ein paar zu beheben und so weiter. Und jetzt schon, wie schnell ich das gemacht habe. Also, ich habe mich wirklich beeilt. Eigentlich wollte ich die Folge schon lange beenden, aber dann ist mir dieses Missgeschick passiert. Da habe ich gedacht, oh, komm, mach vier Folgen Geschwindigkeit, das passt schon. Und ja. Wie gesagt, zu den angesprochenen Themen könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich schon interessieren, was ihr so denkt oder was ihr so für eine Meinung habt. Würde mich echt interessieren, was ihr so für eine Meinung habt. Ja, genau. Was ihr so für eine Meinung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat so eine nachkommentierte Folge gefallen. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Da mache ich es gerne. Gerade so, wenn ich Steine abbaue, kann man es ja immer wieder bringen. Also ja, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Da wollte ich ein bisschen perfektionieren, aber nicht schlimm. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.